Hallo und herzlich willkommen beim Car Ranger Einblick. Heute werfen wir einen Blick auf diesen BMW E46 320d aus dem Baujahr 2005. Ja, der E46 kam, wie wir schon im Video gesagt haben, 1998 auf den Markt und in dem Fall ist das die vierte Generation des Dreiers und folgte auf den E36. Der Dreier selbst hat immer mehr Beliebtheit gefunden und ist auch das beliebteste Modell bei BMW schon immer gewesen. Und das Aushängeschild, wenn es eigentlich um BMW geht. Und beim E46 hat BMW meiner Meinung nach ein zeitloses Design an den Tag gelegt. Denn hier stehen wir von einem Facelift-Modell, das 2001 auf den Markt kam. Das erkennt man daran, dass die Scheinwerfer nicht mehr nach unten praktisch abfallen, sondern in den Kotflügel hineingezogen werden. Das erkennt man daran, dass wir hier die Linie haben, die zur Niere führt. Das erkennt man auch daran, dass wir hier eben die Nebelscheinwerfer mit dabei haben. In dem Fall haben wir ein Fahrzeug mit Xenon und natürlich, zu Xenon gehört auch immer die Scheinwerferreinigungsanlage dazu. Und in meinen Augen ist der E46, wenn wir schon mal beim Design sind, einer der schönsten Dreier, weil er sehr reduziert eigentlich mit den Linien, nicht wie die heutigen Dreier, arbeitet. Wir haben hier eine Linie, die nach hinten geht. Hier die erwähnte Linie auf der Motorhaube. Und eigentlich das schönste und prägnanteste Element von seitlichen Blinker über die Türgriffe folgt die Linie hier weiter und zieht sich dann dementsprechend einmal ums Auto rum. Das ist in meinen Augen genug Dynamik im Stand. Ja, das heißt, wir haben Fläche, Fläche, Fläche. Hätte man noch ein M-Paket, dann hätte man hier noch Schweller, wobei die hier schon sehr gut gezeichnet sind. Hier stehen wir vor einem Fahrzeug mit einem Lifestyle in der Special Edition und Stratus Grau. Das ist auch schon die Besonderheit daran, denn von außen haben wir kein M-Paket, also kein Aerodynamikpaket, was ja sehr, sehr beliebt ist. Aber es hat ein Sportpaket und mit dem Sportpaket hat es dementsprechend auch hier die M-Felgen, das M-Fahrwerk und hat im Innenraum dementsprechend auch noch die sportlichen Elemente. Dahin kommen wir noch. Die Linien, die ich gerade angesprochen habe, lassen das Auto etwas länger aussehen, als es eigentlich ist. Denn es ist nur 4,48 Meter lang. Das sind ganze 10 cm kürzer als der Wettbewerber Audi B6 zur damaligen Zeit und ist eigentlich sehr, sehr kompakt. Trotz dieser Fahrzeuglänge hat das Fahrzeug einen Radstand von 2,72 Meter. Das wiederum bedeutet 8 cm länger als der Audi. Ja, das ergibt sich daraus, dass wir weniger Überhänge haben und das ermöglicht auch in der Gesamtheit des Fahrzeugkonzeptes etwas, was die Sportlichkeit und die Freude am Fahren bei dem Fahrzeug ausmacht. Vergleichsweise kompakt, aber trotzdem langer Radstand. Dadurch kann der Motor etwas weiter nach hinten platziert werden. Dadurch ist die Gewichtsverteilung bei dem Fahrzeug sehr, sehr gut, nahezu 50-50. Bevor wir jetzt einsteigen und uns anschauen, was das Fahrzeug im Inneren zu bieten hat, werfen wir mal einen Blick auf den Kofferraum. Ja, der bietet für die 1,74 Meter Fahrzeugbreite einen 435 Liter großen Ladevolumen und umgeklappt sind es über 1300 Liter. Das ist nicht wenig, aber auch jetzt nicht überragend viel. Es reicht vollkommen für einen Einkauf. Und es reicht vollkommen auch für das, für was der Touring gemacht wurde, nämlich um sportlich auf dem Weg zu sein und trotzdem etwas mitnehmen zu können. Die Rückbank ist in dem Fall umklappbar und wir haben BMW typisch zu der Zeit natürlich die Batterie auch hinten. Das heißt, wenn jemand die Batterie sucht, immer hinten schauen. Wir haben eine sehr niedrige Ladekante. Das liegt auch daran, dass wir das Sportfahrwerk haben. Da ist das Fahrzeug automatisch auch ein bisschen tiefer. Ja, Baujahr 2005. Da kommen wir natürlich immer zu den kleinen Problemchen. Die Dämpfer müssen natürlich irgendwann mal getauscht werden. In dem Fall gehen sie eigentlich noch ganz gut.
Aber was ich sagen möchte, ist Platz genug und trotzdem kompakt. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, was den E46 sehr, sehr lukrativ macht. Und was das Fahrzeug noch lukrativ macht, das schauen wir uns im Inneren an. So, wenn man hier die Tür aufmacht und bevor man sich in den Fond hineinsetzt, fällt einem erstmal gleich auf, wow, dickes, schönes, graues Leder. In dem Fall ist es eine, wie gesagt, Special Edition mit einer Sonderausstattung und das ist ein Walk Napa Leder mit den erweiterten Umfängen. Also das ist wirklich sehr selten auch bei den E46, auch wenn sie oft gebaut wurden, auf dem Markt erhältlich, auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Hier bei den Einstiegsleisten erwartet man entweder Nüchternheit oder irgendwas, wo M draufsteht. In dem Fall steht noch nicht mal Individual drauf oder Individual, sondern BMW Special Edition. Das macht eben das Auto auch relativ speziell, denn es ist einer der letzten, der gebaut wurde. Ich setze mich mal rein und stelle fest, dass wir hier ein Bicolor-Leder haben. Das heißt, es ist hellgrau und ein etwas dunkleres Grau. Das fühlt sich richtig gut an. Es ist richtig schön dick und es hat auch noch nach 326.000 Kilometern Benutzung mit Familie echt gute Qualität, in dem Fall auf der Rückbank. Ja, ich bin nicht der größte Fahrer, der Sitz ist auf mich eingestellt gerade und dementsprechend habe ich auch viel Platz hier hinten. Gibt ja nicht nur große Menschen. Wenn aber ein größerer Fahrer hier vorne sitzt, dann wird es im Fond richtig eng beim E46. Das ist halt der Nachteil von der kompakten Bauweise. Da sind die Nachfolger etwas besser und bieten dem Fahrer und vor allen Dingen dem Passagier im Fond natürlich mehr Platz für die Beine, für alles andere auch. Kopffreiheit habe ich auch genug, aber wenn ich jetzt 10, 20 cm größer wäre, ich bin 1,77 groß, dann hätte ich hier arge Probleme. Ansonsten natürlich habe ich hier eine Mittelarmlehne mit Getränkehaltern, die funktionieren auch noch. Hier, oh, Süßigkeiten. Da gehört eigentlich der Verbandskasten hin. In dem Fall ist er da nicht dort. Die Rückbank ist umklappbar und dementsprechend kann ich dann auch das Ganze praktisch nutzen. Da habe ich hier einen Hebel, da ziehe ich dran. Zack, ist das Ganze schon erledigt. So, zum Fond gibt es aus meiner Sicht nicht viel mehr zu sagen. Bei dem Auto sind natürlich noch die Scheiben abgedunkelt, die hat er auch gleich ab Werk bekommen. Das Fahrzeug ist in dem Fall aus erster Hand und da haben wir auch sehr viel Informationen auch bekommen, was mit dem Fahrzeug war oder ist. Die kann ich euch alle noch sagen, wenn wir zum Thema Technik kommen. Jetzt setzen wir uns mal nach vorne und schauen uns an, was für den Fahrer geboten wurde, denn das ist ja ein Fahrerauto. Freude am Fahren und der Dreierfahrer, der hat besonders viel Freude und das zeige ich euch jetzt. So, im E46 320D angekommen, sitzt es sich hervorragend auf den Sportsitzen. Ich habe diverse E46 selber besessen und kann euch sagen, dass ich in den Sportsitzen sehr, sehr gerne auf dem Weg war. Sie bieten genug Seitenhalt. Ja, stellenweise könnte es ein bisschen mehr werden, aber da brauchst du auch einen anderen Motor in dem Fahrzeug. Hier haben wir das M-Sport-Lenkrad, in dem Fall Bicolor, wie gesagt, wegen der Special Edition. Beziehungsweise Tricolor, ja, auch die Zeit hat gedacht, ich hinterlasse mal einen farblichen Akzent auf dem Lenkrad. Das passiert bei dem Walknapper Leder, das ist unvermeidbar, hat aber einen anderen Vorteil, das Leder ist unglaublich weich und es liegt sehr, sehr gut in der Hand. Man kann mit dem Fahrzeug oder mit dem Lenkrad in der Hand wirklich stundenlang auf der Autobahn oder auf der Landstraße unterwegs sein. In dem Fall haben wir auch die Multifunktion. Das Auto hat eine extrem gute Ausstattung. Das Aerodynamikpaket fehlt vielleicht, aber im Innenraum ist man sehr gut auf dem Weg. Man hat dieses große Navi mit einem 16:9 Display. Ich habe auch schon gesehen, es hat keine Pixelfehler. Das ist eine der Krankheiten. Hier unten die Leiste, da geht eigentlich nicht mehr. Ja, wir haben Sitzheizung, wir haben die Reifendruckkontrolle. Wir haben die Taste fürs DSC, ja, und ansonsten sogar ein Autotelefon, aber
Das wird wohl heutzutage niemand mehr benutzen. BMW typisch damals waren die Fensterheber, sofern elektrisch, hier in der Mittelkonsole. Und hier konnte man auch dementsprechend blockieren, dass hinten niemand die Fensterheber hochdrücken kann oder runterlassen kann. Wir haben bei der Multifunktion den Tempomat auf der rechten Seite. Das hat mich immer gestört. Das hat BMW bei den neuen Modellen ja jetzt besser gemacht und hat es auf die linke Seite gezogen. Wir haben bei dem Fahrzeug eine Lichtautomatik. Das sind alles Features, wo ich sage, hey, das braucht man zwar nicht zwingend, aber es ist schön, wenn man sowas hat. Heutzutage wird man ja mit noch viel mehr verwöhnt, vielleicht mit zu viel. Wir haben automatisch abblendenden Innenspiegel, dunklen Dachhimmel. Das sind alles Elemente, die man zusätzlich bestellen musste. Das ist jetzt nicht so, dass man das von Werk aus bekommt. Auch Birke dunkel als Holz ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr schönes Holz und ist sehr stimmig mit der Farbkombination des Leders. Und was in dem Fahrzeug natürlich ein Highlight ist, ist die Harman-Kardon-Anlage. Die macht wirklich was her. Die hat auch nochmal einen Subwoofer hinten im Kofferraum. Und das bedeutet, dass man eine ganz gute Soundqualität hat. Und wenn man sich den Tacho anschaut, dann wird der E46-Kenner sagen, hä? Sitze ich in einem 6-Zylinder, in einem 3-Liter-6-Zylinder? Nein, in der Special Edition hat man sogar hier Chromspangen um den Tacho. Und das, was den Tacho angeht, ist, ja, das Auto ist reduziert. Man kriegt die Informationen, die man wirklich braucht. Geschwindigkeit, Drehzahl, aktueller Verbrauch, Tankinhalt, Temperaturanzeige. Das reicht auch. Ja, mehr braucht man da nicht wirklich. Ein Bordcomputer habe ich auch. Den bediene ich hier über den linken Wahlhebel am Lenkrad. Und die Navigation, die kann man sogar mit einfachen Knicks auch wieder modernisieren. Wenn sie dann mal angeht, dann sieht man auch, oh, ein BMW. Du sitzt in einem BMW. Das Ganze ist so, dass es zum Fahrer hin ausgerichtet ist. Auch das ist typisch für BMW und das finde ich in meinen Augen auch sehr sympathisch. Denn am Ende des Tages sitzt du als Fahrer die meiste Zeit in dem Dreier und du musst alles in einer Reichweite haben, wo du sagst, jawohl, ich fühle mich wohl, ich kann das sehr gut bedienen. Ich auf jeden Fall fühle mich auch in diesem BMW wohl, obwohl er jetzt schon über 14 Jahre alt ist. Und ob die Technik das Alter auch gut mitgemacht hat, das schauen wir uns jetzt mal an. So, dann schauen wir uns mal an, was unter der Haube schlummert. In dem Fall haben wir hier einen Hebel, den man rausziehen muss. Der klemmt gerne mal zwischen den Nieren fest. Wenn man die Haube öffnet, dann haben wir hier den ersten Diesel-Direkteinspritzer, den BMW eigentlich verbaut hat, der kam mit der Baureihe. Das ist ein Common Rail Diesel mit Turboaufladung. Der hat 1,2 Bar Turboaufladung für die 2 Liter Hubraum, die auch in der Nomenklatur drin stecken. Damals galt das auch noch was. Und der 4-Zylinder Diesel liefert mit der 1,2 Turboaufladung 330 Newtonmeter ab 2000 Umdrehungen. Das ist okay. Das ist auch ein guter Wert. Bedeutet aber auch gleichzeitig, dass darunter wenig Spaß zur Verfügung steht. Denn erst wenn der Diesel so ein bisschen Druck aufbaut, dann geht es auch ein bisschen vorwärts. Er hat Stärken und Schwächen. Der Motor an sich ist relativ solide. Turbo gibt sehr gerne mal den Geist auf, also da sollte man definitiv drauf achten. In dem Fall ist das ein sehr, sehr trockener Motor, da ist kaum Ölfeuchte mit drin. Was gerne mal ölfeucht wird, ist das Differential. Ja, 330 Newtonmeter Heckantrieb, da darf es vielleicht auch nach 326.000 Kilometern auch mal ölfeucht werden, denn 1580 Kilo müssen ja auch nach vorne getrieben werden. Da braucht es dementsprechend auch ein bisschen Kraft.
Ansonsten haben wir hier eine McPherson-Technologie auf der Vorderachse und die Vorderachse ist auch gleichzeitig ein Thema, was zu beachten ist, wenn man sich so ein Auto kauft, denn die Koppelstangen gehen auch gerne mal kaputt. Und wenn man auf die Vorderachse schaut, dann wird einem der Rost, wie den ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, auch sagen, Servus, ich bin irgendwo im feuchten Bayern unterwegs gewesen und ich bin da, auch wenn ich 2005 gebaut wurde. Gleichzeitig ist der Rost auch hier an den Türen wiederzufinden, er ist an den Schwellern unten wiederzufinden. Und er ist natürlich auch am Radlauf hinten wieder zu finden. Das sieht man auf der anderen Seite besonders gut. Weitere Schwachstellen bei dem Fahrzeug sind die Fensterhebe bzw. der Arm der Fensterhebe. Der bricht gerne mal. Die Matte der Sitzheizung ist definitiv irgendwann mal zu machen. Bei dem Fahrzeug nicht. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass das Leder besonders dick ist und die Matte dadurch vielleicht etwas geschützter war. Was bei dem Modell auch gerne kaputt geht, ist der Heckscheibenwischer. Erstens hat man darunter meistens Rost. Auf der ganzen Heckklappe kann man Rost finden. Aber der Heckscheibenwischer, der geht einfach auch gerne mal kaputt und müsste dann ausgetauscht werden. Das liegt vielleicht auch daran, dass man die Heckklappe teilbar öffnen kann und das ist eventuell bei dem Modell sogar noch eine Schwachstelle. Ansonsten ist das Fahrzeug technisch solide und das erwartet man auch von einem BMW aus der Zeit und er macht auch Spaß zum Fahren, vor allen Dingen mit dem Sportfahrwerk und mit der direkten Lenkung liegt er gut auf der Straße und gibt einem gutes Fahrgefühl wieder. Das werden wir uns jetzt aber noch genauer anschauen und dann erzähle ich euch auch was zu den Fahrdaten. Auf der Straße im BMW E 46320D angekommen und die ersten paar Meter hinter uns gebracht. Begrüßen wir nochmal Alex. Ja, hallo. Da fällt uns gleich auf, ja, es ist ein straffes Fahrwerk, es ist das Sportfahrwerk. Und es sind die 18 Zöller drauf. Und die machen natürlich straffe Fahreigenschaften. Und das Getriebe, das ist noch relativ knackig für 326.000 Kilometer gelaufen, muss ich sagen. Also das geht relativ gut. Das passt. Und da merkt man eigentlich technisch dem Auto die Laufleistung überhaupt nicht an. Man sitzt gut in den Sportsitzen, man hat viel Leder überall, die Verarbeitung ist gut. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Eindruck. Was sagst du, Alex? Ja, das ist der einzige Grund, warum ich hier im Auto sitze, wie du mich kühlen konntest. Also wenn mir das erweiterte Leder, Wallknapper ist natürlich, also gewalktes Napper, ist ja also nochmal weiter veredeltes Napper, hat die wunderbare Eigenschaft, total weich und sanft zu den Händen oder beliebigen anderen Körperteilen zu sein, hat halt nur mal das Problem mit der Abnutzung. Also das heißt, jetzt beim Sitzen ist das noch relativ egal, da geht das noch, also die Fahrersitzbank, aber auch die sieht noch okay, ist nur so ein bisschen Farbe. Außer am Lenkrad ist halt unschön. Dafür kriegt man mich halt wieder mit, egal ob es Birke, Esche und Co. ist, mit sowas bin ich halt immer zu überzeugen. Ja, das sieht auch in dem Auto echt edel aus und mit dem V-Color, das passt gut zusammen. Natürlich, das Lenkrad ist abgenutzt, aber bitte nach 326.000 Kilometern, wenn das ja da nicht abgenutzt wäre, genauso wie die Seitenwagen vom Leder, dann weiß ich auch nicht. Ja, also dann wird das Auto nicht bedient. Und dann ist halt die Frage, wie poltrig das Fahrwerk ist, weil so ein E46-Fahrwerk leidet ja mit der Zeit doch schon immer. Und so vor 10 Jahren hätte ich noch gesagt, oh, die Lenkung ist so geil und direkt. Mhm. Aber so im Jahr 2019 ist es halt, ist es okay. Ja, beim Fahren ist auch die Lenkung wirklich okay. Was mich eher überrascht hat, dass ich mal wieder ein E46 fahre und dann dementsprechend mir anschaue, wie er sich fährt, ist die Seitenwankung. Na, also das Auto wankt, wenn du lenkst, echt wirklich. Ich hatte noch einen Ticken sportlicher in Erinnerung. Das heißt trotzdem,
M-Fahrwerk, ja, ist man nicht vor Neigung gefreit in den Kurven, aber... Ja gut, aber das ist auch immer noch 10-mal besser als bei jedem modernen Pseudo-SUV, ob mit oder ohne Sportfahrwerk. Ja, natürlich, natürlich, aber wir sitzen auch in einem Dreier, ja. Aber ja, er ist härter und er ist enger und er ist alles sowas im Vergleich zu einem Dreier heute. Das ist natürlich. Und natürlich, der Sound vom Motor ist natürlich eine wahre Freude. Mhm. Von diesem Motor? Ja, es ist eine wahre Freude. Also doch, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als ein zweiter der Dieselbaujahr 2005 zu hören. Ja. Deswegen fahren wir ihn einfach sehr unauffällig, halten ihn irgendwo unter anderthalb Umdrehungen, dann passt das schon. Was mir auffällt, ist, die Kupplung wird bald kommen. Ja, da ist natürlich... Oder bald eben nicht mehr kommen. Genau. Aber auf jeden Fall muss sie bald gemacht werden. Poltern tut hier erstmal nichts. Also das wurde gemacht, das wurde gepflegt. Ich weiß auch vom Vorbesitzer, dass sie die Koppelstangen gemacht haben. Und die Dämpfer haben sie gemacht. Das sind halt so die typischen Krankheiten neben dem Rost, die man auf jeden Fall im Auge haben müsste und sollte. Und wenn man hier mal Gas gibt, ja, am vierten Gang von, ich mach mal jetzt von 80 hoch bei 2000 Umdrehungen, da haben wir schon die vollen Newtonmeter. Es geht hier leicht bergauf. Ja. Alltagsgerecht würde ich noch. Also, aber die eigentliche Freude bei dem Auto kommt hier durch den Verbrauch, der einfach nicht vorhanden ist. Ja, der Verbrauch ist wirklich sehr positiv bei dem Auto. Da ist er tatsächlich sehr gut unterwegs. Wir haben bei dem Fahrzeug irgendwo bei 6 Litern ist es sehr, sehr realistisch. Ja. Je nachdem, wo das Fahrzeug bewegt wird. Ja, das Getriebe ist noch gut knackig. Ich denke mal, beim Rückwärtsgang wird die ein oder andere schwächere Persönlichkeit Probleme haben, den reinzukriegen. Da brauchen wir schon einen leichten Kraftaufwand. Aber ansonsten im zweiten Gang hochbeschleunigen, rauf in die 3. Ja, okay. Gut, die Reifen haben eine leichte Unwucht. Ja, also aber das kauft man halt mit. Für mich schön, es hat immer noch das Material vom Armaturenbrett, fühlt sich gut an, die Zierleisten fühlen sich gut an, auch wie das mit dem Navi integriert ist. Auch alle Materialien darunter, alle Schalter, auch die von der Klima und nichts nutzt sich da ab, aber es hat sich auch in den 14 Jahren nicht abgenutzt. Das sind so die Highlights für mich im E46 und man sitzt halt ganz gut, das hat man Cardon, klingt auch noch ein bisschen was. Alle anderen Systeme drunter klingen nach gar nichts. Ja, das stimmt. Daher Ablagemöglichkeiten hat man auch ein paar, das ist alles schon nicht so verkehrt. Ja, wenn wir jetzt ein Getränk hätten. Typische E46-Problematik. Wo tue ich jetzt mein Getränk hin? Ja, aber das ist halt, du bist deutsch, im Auto wird nicht getrunken. Ja, genau. Das würde ja nur das Wallknapperleder verunreinigen können, wenn es ausgeschüttet wird. Also was natürlich auch super in der Hand liegt, ist der Schaltknauf. Das ist der M-Schaltknauf, in dem Fall eben auch mit dem Holz und das sieht echt schick aus, wie gesagt. Und würdest du jetzt mit mir hier die nächsten 300 Kilometer irgendwo hinfahren? Naja, klar. Weil wenn wir 300 Kilometer irgendwo hinfahren, bedeutet es ja, wir holen ein Auto. Von daher. Definitiv. Mittel zum Zweck. Ja? Also, ich hätte überhaupt kein Thema. Das Auto, trotz der Laufleistung, ist technisch noch vollkommen in Ordnung. Man sollte halt wirklich darauf achten, dass die Schwachstellen behoben sind. Oder zumindest dementsprechend ausverhandeln, dass man sie dann mit wenig Geld noch beheben kann. Ja, die Frage ist halt immer, was du mit dem Auto vorhast. Deswegen, sie kennen mich bereits aus Filmen wie, was kann der günstigste A4 2 Liter Turbo Quattro? Ja. Genauso wäre jetzt hier die Frage, was taugt denn so ein günstiger 320D mit viel Ausstattung? Und ich würde zum Beispiel sagen, wenn ich jeden Tag so eine Strecke von was weiß ich 50 Kilometer hätte, und ich würde das Auto für wenig Geld holen können, weil es technisch alles okay ist, und wäre mir der Rost einfach egal, ich würde die Ausstattung genießen und dann wird er halt gefahren, bis er stirbt. Und so viel Geld kann man nicht mehr verlieren. Ja, wenn du wirklich so eine lange Strecke hast, du hast komfortable Sitze, du hast ein gutes Lenkrad, ja, du musst halt auch alles Kauf drin nehmen, und dann... Irgendwann wird der Tag kommen, wo dann der Arbeit nicht ankommst. Ja, aber das weißt du. Und bis zu diesem Tag fährst du solide, fährst mit einem Dreier. Und da geht's ja. Du hast Spaß beim Fahren. Das macht dir jetzt nichts aus, dass du 50 Kilometer fahren musst, hin und zurück vielleicht auch noch. Deswegen
Ja, also wir haben Seiten-Airbags, sogar hinten und Kopf-Airbags. Und also das so zum Thema Sicherheit. Wir haben tatsächlich auch Stabilitätsprogramme. Und ich habe eine Einparkhilfe und auch solche Sachen, die haben das Leben ein bisschen einfacher machen. Ich habe eine Lordosenstütze. Ich auch. Von daher hält sich der Neid an den Grenzen. Nee, aber tatsächlich sowas genießen schon. Man muss halt nur wissen, irgendwann wird mir die Kiste um die Ohren fliegen. Oder halt einfach nicht mehr angehen. Ja, aber was beim Motor selbst mache ich mir jetzt nicht so die Gedanken. Der Turbo, ja. Die Kupplung, ja. Die Kupplung muss gemacht werden. Oder wird demnächst gemacht werden müssen. Aber ich sag mal so, die nächsten... Ja, die nächsten 20.000 Kilometer geht das schon noch. Und Gangschaltung passt auch noch. 20.000 Kilometer bis zur nächsten Inspektion. Und dann kann man ihn von mir aus abwracken oder was auch immer. Wie gesagt, fahren bis er stirbt, einfach die Ausstattung genießen. Mich macht halt der Innenraum hier an. Ansonsten, ja, er ist relativ hart, ohne jetzt die extreme Sportlichkeit zu bringen. Aber ein E46 ist halt gut so wie ist. Nur ich bin halt tatsächlich der 6-Zylinder-Benziner-Freund. Oder einfach so ein schöner 330D. Ja, aber das sind auch die Unterhaltskosten wieder viel höher. Weil der Verbrauch macht es nicht, aber wenn mal was ist. Der 330D verbraucht im Verhältnis zu dem Fahrzeug 7,5 Liter. Wir haben 1,5 Liter mehr Verbrauch. Dafür hat man aber auch jederzeit Souveränität. Also der ist dann auch deutlich sportlicher. Das wäre natürlich das Fahrzeug, was man, oder der Motor, den man in diesem Fahrzeug haben müsste. Definitiv. Ja. Zur heutigen Zeit. Genau, und ansonsten Übersicht ist eigentlich okay dafür, dass es ein Kombi ist. Vor allem nach vorne ist halt sehr wenig Auto. Insgesamt das Auto ist nicht mal 400 Meter lang. Ja. Von daher auch Parkplatzsuche wird da erleichtert, das Auto. Die Spiegel sind nicht von einem LKW. Ja, aber die Spiegel oxidieren gerne, von daher aber schau, ist manchmal die Sicht so ein bisschen eingeschränkt. Wenn wir hier jetzt, mal im Kreis fahren, ja. Fragen sich alle, wo wollen die hin, die zwei Jungs? Ja. Was ist los mit denen? Aber der ist gut. Das ist ja, natürlich. Ja? Dann hängt es auch wieder von der Wartung und den Reifen ab. Und von daher bin ich gespannt, was du diesem Auto im Car Ranger Sport zumutest. Ich persönlich bleibe einfach hier sitzen und fasse das Auto ein bisschen. Also ich erfühle es, ich ertaste es. Erriechen kannst du es auch, weil das Leder riecht wirklich gut. Und alte BMWs riechen auch immer gleich. Alles klar, dann sehen wir uns jetzt gleich im Car Ranger Fazit. Kommen wir zum Fazit und damit zum Car Ranger Score für den BMW E46 320D. Ja, die Anschaffung ist bei dem Fahrzeug natürlich ein zwiegespaltenes Thema. Auf der einen Seite kriegt man einen 326.000 Kilometer gelaufenen 14 Jahre alten Dreier mit einer extrem üppigen Ausstattung für 800 Euro. Den kriegt man aber nur für 800 Euro, wenn derjenige, der das Auto gefahren und gepflegt hat, nicht der Abwrackprämie gibt, weil BMW zahlt jetzt zum Beispiel für dieses Fahrzeug 600 Euro. Dafür kauft sich dann der Besitzer aber ein neues Fahrzeug und ist umweltbewusster unterwegs. Deswegen kommt das Fahrzeug wahrscheinlich erst über einen Händler ins Ausland oder eventuell dann wieder zurück nach Europa und dann für etwas mehr. Und dann liegt man wieder bei 1.400 bis 2.000 Euro. Insgesamt ist es aber relativ wenig Geld für viel Fahrzeug. Das heißt viel Ausstattung. Und vor allen Dingen viel solides Fahrverhalten. Deswegen kriegt das Fahrzeug von mir 8 Punkte beim Thema Anschaffung. Beim Thema Wiederverkauf verhält es sich so wie mit den Kotflügeln. Der Wertverlust ist durch, so wie die Kotflügel auch. Das heißt, da wird es schwieriger, aber wenn man das Fahrzeug günstig eingekauft hat, dann ist man ja mit dem Wertverlust durch und wird es dementsprechend zu einem relativ ähnlichen Preis, je nachdem wie lange man es hält, auch wieder verkaufen können. Deswegen hat das Fahrzeug dort von uns 7 Punkte bekommen. Beim Thema Platz bietet er relativ viel Platz für eine geringe Fahrzeuggröße, ist aber nicht
so viel Platz, dass du sagen kannst, ich kann meine Familie wirklich sehr bequem damit in Urlaub fahren. Denn ein Langstreckenfahrzeug ist er schon und wäre grundsätzlich dafür geeignet. Aber platztechnisch hat er doch hier und da Defizite. Deswegen hat er von uns 6 Punkte bekommen. Beim Thema Komfort punktet der Dreier nur bedingt. Da kriegt er von mir 5 Punkte. Ja, er ist komfortabel, aber mit dem relativ straffen Spottfahrwerk und mit der sehr direkten Lenkung hat man zwar Fahrfreude auf der einen Seite, aber komfortabel ist das nicht. Denn zum Beispiel das Rangieren im Stadtverkehr oder in engen Parklücken sollte man zum Beispiel bedenken, braucht man relativ viel Kraftaufwand. Deswegen 5 Punkte dafür. Wo er wiederum punktet, ist beim Thema Unterhalt. Denn die Teile sind im Verhältnis noch relativ günstig. Das Fahrzeug hier hat jetzt noch über ein Jahr lang TÜV. Und wenn man es für 800 Euro eingekauft hat und der noch relativ gut in Schuss ist technisch, hat man nicht viel zu tun. Die Technik ist solide. Ja, deswegen kriegt das Fahrzeug da 8 Punkte und insgesamt macht das für meinen Kopf 34 Punkte. Was tut denn der Dreier für mein Herz? Also beim Thema Design, ja, der E46 ist wirklich ein schönes Fahrzeug, ist einer meiner Lieblingsdreier. Wenn er noch ein M-Paket gehabt hätte, also ein M-Aerodynamik-Paket außen, dann wäre er noch mal schöner geworden und gleich vorab. Das ist die höchste Punktzahl, die das Fahrzeug bei der Kategorie bekommen wird. Das sind 7 Punkte für das Thema Design. Fahrspaß kann er auch, aber nur bedingt, denn die 150 PS und die 330 Newtonmeter reichen vollkommen aus, um mit dem Verkehr mitzuschwimmen. Aber wirklich Fahrspaß bringt er nur durch die direkte Lenkung und durch das Fahrwerk. Der Motor ist okay, wenn es um den Vortrieb angeht, aber ist nicht wirklich sportlich und deswegen 6 Punkte beim Thema Fahrspaß. Bei der Kategorie Ausstattung hat sich der Dreier 5 Punkte verdient. 5 Punkte, weil die Ausstattung ist genügend. Er hat alles drin, was man wirklich braucht, aber darüber hinaus fehlt es ihm natürlich an modernen Assistenzsystemen oder am M. Aerodynamikpaket, deswegen hat er dort 5 Punkte. Kommen wir zum Thema Klang und das ist jetzt natürlich nicht die Kategorie des Dreiers, denn das ist halt beziehungsweise nicht die Kategorie des 320Ds, denn mit dem Vierzylinder Diesel ist es halt ein schöner Traktor. Der Klang ist jetzt nicht wirklich inspirierend und deswegen kriegt er von mir auch nur 4 Punkte auf für den Klang. Aber insgesamt punktet er dann beim Thema Image mit 6 Punkten, denn der Dreier ist solide, er kann was und es ist jetzt kein schlechtes Fahrzeug, so wie er dasteht. Solides Fahrzeug in der Special Edition schön anzusehen, mit der Ausstattung schön anzusehen und vor allen Dingen unauffällig als Touring im Straßenverkehr. Insgesamt haben wir also 28 Punkte und das macht mit Kopf und Herz kombiniert insgesamt 62 Punkte. Das ist zufälligerweise genauso viel wie das eines 1.9 TDI im Audi B6. Wie euch der 320D gefällt und warum, das würde mich interessieren, vor allen Dingen für dieses besondere Modell E46. Kommentiert es, schreibt es und diskutiert wie immer fleißig mit uns mit. Ich bedanke mich für jeden Beitrag und freue mich aufs nächste Mal. Ciao!